Willkommen zurück bei Scum. Wir sind jetzt kurz vorm Airfield und irgendwas hat hier gerade geschossen. Und wir wollen herausfinden, wer oder was das war. Ich weiß nicht. Ich das auch nicht. War übrigens Koya, Hippo und Couch, die hier auch noch im Gebüsch rumliegen. Toll, ich habe jetzt eine Drohne an der Backe. Die Drohne hier an. Also es kam eindeutig vom Airfield selbst. Ja, ich wollte sagen, das klang noch ein bisschen entfernt. Also ja, ich glaube, das war irgendwo hinten bei den Hangern. Ja, so halb links jetzt hier so. Ja, die Richtung, wo du gerade läufst, kommt in etwa hin. Aber ich weiß nicht, ob es Max waren oder ob es Spieler waren. Nee, glaube ich, Max war das nicht, oder? Das war eine kurze Salve, also. Ja, kann alles sein, ne? Kurze Salve. Wollen wir uns vorbei, da hinten ganz, also wenn du jetzt einmal komplett geradeaus durchguckst, da rennt hinten ein Mech rum, der gerade rot leuchtet. Ja, das klingt doch verdächtig, sehe ich aber leider nicht. So, dann visier doch mal alles so ein bisschen ab mit deiner Dragunov. Na jo, bin ich schon bei. Also die Mechs, die ich sehe, leuchten nicht rot. Wie gesagt, du guckst praktisch an den Hangern direkt vor uns vorbei und dann links neben der großen Flughalle, das sind nochmal fünf Hangar und davor patrouilliert an, da leuchtet rot, also praktisch auf der gegenüberliegenden Seite vom Airfield. Okay, ich bin jetzt gleich ganz vorne. Oh. Ich wollte nicht in den Laufraum. Aber da sehe ich jetzt auch keine offenen Türen bei den Hangern. Also es könnte höchstens sein, dass derjenige halt reingerannt ist und die Tür zugemacht hat. Ja, du, das macht ja Sinn, ne? Ja, schon. Aber dann müssten wir halt gucken, dass wir darauf achten, wann und wo eine Tür aufgeht. Ich finde, wir sind zum Wirken sowieso relativ weit weg. Also ich bin ganz vorne am Zaun. Ich bin noch im Hügel, weil ich da schön über den Zaun gucken kann. Ja, mit deinem Scharfschützengewehr macht das auch Sinn. Ja gut, einen Hunting-Scope haben wir alle, also die könnten ja auch alle überwucken können. Also bis zu den Hangartoren sind es 500 Meter, das ist schon ganz schön weit. Ja. Für eine AK ist das schon... Deshalb, ich bin jetzt vorne. Also ich hätte jetzt eher gedacht, weil ich nicht genau weiß, von wo die Schüsse kamen, dass wir es umlaufen. Also den ursprünglichen Plan. Also weil ich, von der anderen Seite sind wir näher an den Gebäuden dran. Ich sehe leider halt gar nichts. Bei den Hangars, bei den drei Hangars ist Totenstille. Ja, ja, wie gesagt, das war ja auch hinten bei den Hangern auf der gegenüberliegenden Seite. Achso, ganz hinten, okay. Ja, habe ich ja gesagt. Von uns aus komplett gegenüber. Okay, ja, dann müssten wir es umlaufen, aber dann ist natürlich die Frage... Ja gut, aber dann müssen wir dann einmal komplett übers offene Feld rennen. Ohne wirklich Deckung zu haben. Sie können auch hier durch den Wald gehen. Am Wald. Ja, aber dann müssen wir ja komplett das Flugfeld einmal umlaufen. Ja. Ja. In der Zeit haben die das ja leer gelootet und sind wieder über alle richtig. Berge. Ja gut, das leer looten dauert schon. Na gut, sofern sie alles plündern. Also ich würde persönlich nur in die drei Hangar und eventuell in die Flugzeughalle reingehen. Ja, die Alternative ist, wenn wir jetzt von hier reingehen, ne? Ja, dann haben wir zwei Max vor der Nase. Dann sind die nämlich, dann wissen die nämlich, dass sie kommen. Ja, ja. Irgendein Roboter sieht uns auf jeden Fall. Ja, das kannst du vergessen, von hier rein geht nicht. Also ja, es stimmt schon, wir müssen es umlaufen, aber Wir gehen mal außen rum, machen wir uns hier über die Westrunde. Wir sind jetzt eh in der Mitte. Hilft ja nichts. Weil hier jetzt warten, bis da irgendwo sich vielleicht wieder was tut. Zudem kann derjenige ja auch wieder rausgerannt sein. Das weiß man ja auch nicht. Ja, genau. Er wurde von mich umgebraten, das ist ja noch wahrscheinlicher. Ja, dafür war es zu kurz, glaube ich. Obwohl, das reicht ja ein Schuss. Nö, die merkst du, wenn die einmal treffen, reicht da ein Schuss. Oder na, vielleicht auch zwei. Aber genau, wir wissen nicht, ob der rein ist in das Gelände oder raus ist und dabei beschossen wurde. Wir wissen gar nichts. Also insofern weiter. Und wenn wir wieder was hören, dann sehen wir vielleicht was. Na gut. Und der andere Vorteil ist, wenn wir jetzt diese Runde hier laufen, dann kommt auf der anderen Seite ja auch noch der Schießplatz. Hier ist eigentlich eine geile Ecke, hier oben. Ein bisschen wenig Deckung, aber hier von hier oben kannst du echt gut sehen. Na gut, wenn da so ein bisschen Gemüse sitzt, sieht dich eigentlich auch keiner. Was die betrifft, hast du da wirklich? Hier ist auch noch gut, mit dem Felsen. Hier kannst du hinter den Felsen hocken.
Ja. Hier ist wirklich eine sehr, sehr nette Ecke. Aber Aber es ist nichts zu sehen. das ist korrekt. Schade. Schade. Beinahe wäre unser Plan ja aufgegangen, nach dem Motto, er fehlt, Aber jemand auch anderen für uns looten lassen, den dann abballern. irgendwie die ganzen Türen zuzuscheinen. Zu sein scheinen, zuzuscheinen sein. Zuscheinen, ja. Zuscheißen. Ja, also ja, zusinde, aber das heißt ja auch nichts. Ja, nicht zwangsläufig, aber normalerweise lässt man ja schon mal so ein Türchen offen, wenn man es eilig hat. Oh. Von den Hangars machen wir es ja immer zu, damit die Mechs nicht halt reinballern, ne? Also insofern. Ja gut, aber du lässt es offen, wenn du vom einen zum nächsten rennst normalerweise. Das stimmt. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne dieses Waldstück hier vorne. Dagegen, also dagegenüber rein. Ja, wir können, nee, wir können noch ein Stückchen hier weit entlang, dann haben wir nicht. Weil hier haben wir dann auch ein paar Gebüsche, da können wir von Gebüsch zu Gebüsch. Ja, das ist wirklich. Ich sah schon recht, das ist auffällig. Vielleicht hat der Mac auch rausgeschossen aus dem. Ich meine, wenn der ganz hinten war, dann ist da ja auch schon wieder der Zaun. Vielleicht war da einer nur in der Nähe. Ja, wenn du oben an der Straße kommen kannst, kann das meistens halt schon reichen, dass er dich sieht. Alter, das stimmt schon, du hast da recht. Wenn einer wirklich von Hangar zu Hangar läuft, dann bleibt irgendwo mal eine Tür am Ende offen stehen noch, ja. Ja, und so sieht das aus, jetzt sind da echt alle zu. Außer natürlich auf der gegenüberliegenden Seite, das sieht man natürlich nicht hin. Cool, ich würde jetzt hier eigentlich ganz gerne übersetzen. Du mach das, wie du willst. Also ich widerspreche da nicht. Das ist in Ordnung. Hier kann man es ganz gut einsehen. Wir decken ein bisschen und laufen nach und nach. Also ich gehe bis zum Wald durch und dann. Okay. Ja, bin durch. Jo. Die Pose auch durch. Noch nicht ganz so fast. Ja, ich mache mich dann schon auf. Ich schaue in Richtung Airfield. Hast du ein bisschen die andere Richtung im Blick, Sir? Jupp. Okay. Okay, kannst los. Ah ja, klar, auf offenem Feld muss er natürlich pissen. Ja, pinkelt er direkt schon oder? Nee, Nee, nicht nee, mehr. er muss mal. Aber es ist typisch, du stehst mitten auf dem Feld und dann piep, ich muss pinkeln. Genau. Doof ist es dann, wenn du Flasche hast, da hast du gar keine Option. Ja, Ja, dann ist es wirklich scheiße, ja. Wobei ich das unrealistisch finde, ganz ehrlich, wenn angenommen, du wärst in so einem Gefecht und du hättest Durchfall. Du würdest dich ja nicht hinhocken und die Hose runterziehen. Du Sie würdest so dann in die halt. Hose scheißen. Dann würdest du dir halt in die Hose scheißen. Ja, das Ja. ist nicht so angenehm, aber das ist immer noch besser Besser als eine als Kugel wenn du im die Kugel Kopf. im Kopf hast. Genau. Eben. Das finde ich halt so ein bisschen übertrieben. Möchte gern realistisch. Weißt du, so nach dem Motto, ich muss jetzt kacken, jetzt ziehe ich die Hose runter, jetzt kommt diese Animation. Dann sollten sie halt irgendwie was machen nach dem Motto, dann scheißt er sich in die Hose und dadurch, keine Ahnung, Aber dann wäre es ja läuft nicht er so witzig. langsam. Ich finde das sehr witzig, wenn der dann die ganze Zeit stinken würde und zum Beispiel so eine grüne Wolke hinter sich herzieht, die dann überall sichtbar ist Schüsse? oder so. Schüsse? Ich habe einen Schuss gehört, oder? Ja. Aber nur ein einziger. Aber der war auch nicht in der unsere Richtung. Nee, definitiv nicht. Wo? Auf der Gute anderen Seite Frage. des Airfields von hier aus, würde ich sagen. Ja, auch wieder Richtung der großen Halle. Okay. Was hier jetzt genau gegenüber ist, ein bisschen eigentlich in die Richtung, die ich jetzt starre, ist der Schießplatz. Ja, kann denn etwa hinkommen? Darf ich mal doof eine Frage stellen? Na ja, gut, man ist halt Ja, total offen, aber unbedingt. was ist, wenn man jetzt hier einfach mal rüber rennt? Alter! Ja, so mehr offen geht nicht. Fadenkreuz auf den Kopf gemalt vorher, wenigstens. Ja, es ist halt mehr als offen, ne? Das ist ja so offen. Ja.
Tag des offenen Kopfes. Ich meine jetzt ganz ehrlich, wir haben auch nicht mehr viel Weg. Wir sind sowieso hier so ziemlich am Ende. Dann können wir jetzt auch noch weiter. Ja, ist okay. Lass uns weiterlaufen. Das ist dieselbe Situation wie eben. Wir wissen nicht wo, aber ich vermute fast, dass das dann vom Schießplatz da kommt. Ja. Möglich, also, ja. Das klang ja noch weiter weg als eben die Schüsse. Bei mir auf jeden Fall. Ja, es war schon ein Stückchen weiter weg, ja. Ich hab gar nichts gehört. Ich hab zu viel geredet. Ist schon immer ein heißes Pflaster. Der ist halt einer der größten POIs. Wobei wir uns ja eigentlich einig sind, so vom Loot her. Zumindest wenn es darum geht, halt möglichst schnell und effektiv zu looten, dann ist eher so Fabrik oder dergleichen eigentlich. Ja, so. Genau, weil hier laufen halt jede Menge Mechs rum. Ne? Ja, also das Bootcamp ist auch noch ziemlich gut. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Und die Bunker sowieso auch. Und die Bunker sowieso, ja. Sofern man reinkommt und wieder raus. Aber ich weiß halt nicht, ich war selbst aber auch zu selten im Flugfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob es da was ich irgendwelchen super Special Loot gibt, dass du da die SVDs oder dergleichen häufiger findest oder bessere Muni oder ich weiß es nicht. Glaube ich jetzt nicht, also. Schüsse? Ja, jede Menge. Waren das Schüsse? Ja. Okay. War auch weit weg. Aber ich würde jetzt auch sagen, eher Schießplatz. Nee, also das. Ja, also ich meine schon. Hinter uns wieder. Ja, also ich würde schon sagen, dass es vom Airfield kam. Ja, aber dann von der anderen Seite, also hinter diesen Gebäuden da irgendwo. Ja. Wir müssen weiter außen rum, hilft ja nichts. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück, bis wir die Schüsse ganz nah hören. Ja. Ich hab's kommen sehen. Bis du ein drittes Auge hast. So. Hat er ein zweites Arschloch. Ja. Drittes Auge kann ja jeder noch gebrauchen. Ne? Also, ja, aber ja. Zweites Arschloch ist immer doof. Dritte Augenhöhle, sagen wir es mal so. Aber du kannst immerhin so ein Glasauge reinsetzen dann. Super. Ach komm, jetzt stellen wir uns erstmal alle aufs Maisfeld und pflücken. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Bis dann irgendwie eine Kugel aus Metall ist und kein Mais. Na, das berühmt-berüchtigte Popcorn. Ich kann auf und schießen, weil alle Leute denken, so dämlich kann da keiner sein. Nee, steht da einer? Nee, das kann einer, das macht doch keiner. Das ist ja gar nicht so unmöglich, muss ein Zombie sein, genau. Wir haben doch gerade noch geschossen, das macht doch kein Mensch. Aber von hier oben könntet ihr vielleicht nochmal durchs Visier. Ja, da könnt ihr nochmal ein bisschen rumskopieren. Gott, wenn das eben Schüsse waren, das hat für mich wie so ein kleines entferntes Rauschen nur geklungen, ganz komisch. Nö, das waren definitiv ein paar Schüsse. Wahrscheinlich eine MP5 oder sowas. Irgendwie sowas. Ach so ein Ratatat. Okay. Yep. Ja, ein Ratatong, ja. Ein Ratatong, okay, ich skopiere mal. Ist auch schön, dass der Aufklärer, der vorne läuft, der einzige ist, der kein Zielfernrohr hat. Naja, gut, du kannst, ganz ehrlich. Für so einen Überblick ist das Scope eher kacke. Da ist es. Also hier ist zu viel Baum im Weg, hier siehst du eigentlich nichts. Nicht wirklich, ne? Weiter. Dann gib mir mal Deckung. Ich geb dir Deckung, Coach. Fühlt sich schon viel sicherer, oder? Ja, ich hoffe, du hast eine gute Versicherung. Deckung geben heißt nicht auf mich zielen, ne? Ach so. Ich dachte. Aber hier ist absolut. Der Wald da vor Coach ist nur sowas von Licht, ne? Ja. Ich renne los. Ich schaue nach rechts, also weg vom Airfield. Wenn ihr das Airfield im Blick habt, wäre gut. Haben wir. Nur weil der eigentlich eh gar noch rumrennen sollte an der Stelle. Da hat es ja nichts. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich bin drüben. Unterwegs, klar. Ich versuche ja schon mal über die Hügelkette hier ein bisschen rüber zu glinsen. Ah, jetzt sitzt die Sonne natürlich total fies. Aber schön sieht es aus, echt cool. Okay, Xa, kannst du los? Jupp. Na denn.
Jetzt. Geh hier immer weiter hoch. Das wird gar nicht niedriger. Seid ihr alle drüben? Hm. Wir sind ein bisschen hinter euch, ja. Hinter euch? Hippo, ich meine, ich weiß, dass mein Charakter ziemlich massig ist, ne? Aber Hippo und dir. Von der Mehrzahl zu reden, ist auch hart. Ich bin schräg rechts hinter dir, Coach. Upp, Schüsse. Na, die waren jetzt vor uns. Yep. Die waren jetzt so halb rechts sogar vor uns. Das spricht immer mehr für den Schießplatz. Mhm. Lass uns den ansteuern. Das ist jetzt ein bisschen weiter rechts, ne? Das ist der jetzt südlich von uns, oder, Xa? Unten. Oder ist der... Ja, das da, ne? Genau, die ja. Drei kleinen Punkte mit dem kleinen weißen Weg dran. Ja, genau, die unter uns, weil links ist nochmal so ein kleiner weißer Weg mit Pünktchen. Nee, wir reden genau über die unter uns. Ja, genau, die, genau die im Süden, ja. Okay, weil da kamen nämlich die Schüsse her, 100 pro. 100 pro. Da ist immer was los an diesem Kackschießplatz, ne? Ja, da gibt's auch nur ein paar Zombies und eigentlich ganz guten Loot. Zumindest für einen Anfang. Ja, aber scheinbar, ne? Auch ganz gut Ärger. Ja. Ich meine, wenn da alle hinrennen und sich um den Loot zapfen, dann ist da auch mal Party. Ich habe ja einen anderen Lieblingspunkt, aber den verrate ich nicht. Party. Ich würde jetzt fast sagen, wir gehen hier vorne schon mal gleich rüber über die Straße, weil die Straße müssen wir so oder so überqueren. Aber korrekt. Dann besser jetzt, wenn wir noch nicht zu dicht dran sind. Korrekt, korrekt. Lass uns hier queren, ja. Und dann sind wir auch noch ein bisschen höher, weil da drüben ist schön warm. Okay. Was hat er sich jetzt gerade schon wieder beschwert? Ich weiß es nicht. Ach, ich muss schon wieder pinkeln. Aber drüben. Also was auch. Ach. Gibt's auch gar nicht. Warum muss denn der als pinkeln? Drüben. Oh, ich auch. Rinnt er rüber. Hier geht einem schon ein bisschen mehr die Muffe, muss ich sagen, wenn man so über offenes Feld läuft. Eben war noch locker flockig. So, jetzt brauche ich mal einen guten Busch. Oh, gibt's hier einige. Ein guter Busch zum Pinkeln. Ach, da hockt schon einer drin. Alter, du pinkeln. Nee, jetzt habe ich schon mir einen anderen ausgeguckt. Das ist mein Busch, in den habe ich reingepinkelt. Das ist mein Busch, ganz allein mir. Es gibt viele Büsche, aber dieser ist meiner. Das ist sehr außer Atem, dass ich nicht mehr pinkeln kann hier. Vorsicht, Wasserfall! Ja, wer zielt da auf mich? Der pinkelt da hinter mich. Ich mach schnell zu, mach schnell zu. Wenn dieses Spiel die Funktion Kacken und Pinkeln nicht hätte, dann... Ne? Das wäre halb so gut. Das ist wie mit Ark. Man kann auch kacken und sonst wäre es echt doof. Ja. Okay, jetzt gehen wir weiter stark nach Süden. Ich würde sagen hier... Wir halten uns schon mal so ein bisschen in Deckung, oder? Ja. Ja, also geduckt laufe ich jetzt hervor. Also ein bisschen, ein paar Meter kann man noch normal laufen. Und dann ducken wir uns. Wir haben ja auch da, die Reichweite, da vorne kommt nochmal ein Hügel, ne? Da wäre ja sinnvoll, da mal eben rauf zu klettern. So sieht's aus. Hier links gehen wir jetzt ein bisschen hoch. Die haben die Reichweite der Fußgeräusche und dergleichen, haben sie reduziert. Man hört es jetzt nicht mehr ganz so. Sogar ziemlich stark reduziert, wie ich finde. Ja. Also von daher bin ich da ein bisschen gelassener, was jetzt das Laufen betrifft. Auf den Hügel laufen wir jetzt mal, auf den Stein laufe ich mal hoch. Ja, dann lunkst du mal rein da. Hier ist ein Zombie. Könnt ihr den jetzt die Aufmerksamkeit? Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht. Oh, ja, ist er. Kannst du ihn mir bitte wegnehmen? Ja, geh weg. Schaufel in der Hand. Das ist sehr nett. Der war hinterm Felsen und hat darüber dann die Akku gekriegt. Das ist natürlich auch fies. Oh. Ja, du bist beim Baum, ja. Ja. Okay. Ist er tot? Ist ja, er ist tot. Gesicht mit der Verbind dich. Gehst du mal eben lunzen? Ich lunze. Puh, alte Lunze. Brauch ich mal Kippen? Ich muss ihn verbunden. Nö, oh, ein Stückchen Seife. One of the best prison gadget out there.
In professional terms, it's called Mr. Smooth Leerdroh. Nee, das lese ich jetzt nicht. Ja. Was solltest du vorlesen? Anlauf statt Gleitgel. So. Ich hab drauf gewartet, dass diese Gadgets hier eingefügt werden. Ja, das war ganz dringend notwendig. Okay, also der Felsen ist ganz toll, um abgeballert zu werden, aber um was zu sehen, ist er völlig ungeeignet. Ich sag dann. Dann macht ihr mal die Zielkaninchen auf. Ja, so ist es. Den nächsten Hügel nehmen wir mit und dann kann man von oben runterschauen. So, dann. Wahrscheinlich stehe ich gleich wieder vorm Gegner. Denke, es wäre einer, es sind aber drei. Kann durchaus passieren. Frag bitte erst, ob wir das sind. Ja, genau. Seid ihr das? Seid ihr das? Es ist traurig, aber wahr. Ja, was sollte man dazu noch sagen? Aber es war lustig. Ja. Seid ihr das? Hm. Wir lachen heute jetzt noch darüber. So. Ja. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal. Wir versuchen es. Für mal 2 Minuten lang wenigstens. Gefühlt stehen wir gleich im Camp drin, ne? Nö, das zeigt auf den Map auch ein bisschen. Oh, Drohne. Wer kriegt's da? Ja, dann lass uns hier eben warten, weil es auch so bei mir. Okay. Weil die ist ja gleich wieder weg. Hoffentlich. Wir gleichen einfach weiter. Dieses das ist ja auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Nur halt schon ab, du Mistvieh. Erschieß sie. Ja, das ist die allerbeste Idee. Erschieß sie, damit wir nicht so auffallen. Ja, vor allem, weil man den Rums ja auch überhaupt nicht hat. Eben. So, da unten ist es schon, ne? Ja. Na, dann guck mal, dass auf dem Jagdposten keiner drauf sitzt. Achso, ja, das könnte sein. Ja, ich sehe noch. Es ist noch so weit weg, als durch einen Jagdposten. Hier ist der Wald auf einmal wieder so super dicht, ne? Also zum Scopen auf das Ding kannst du voll vergessen. Voll vergessen. Tja. Da rechts ist wieder so ein schöner hoher Felsen. Da steht, warte mal. Halt. Das ist ein Zombie. Ach. Idiot. Vor allen Dingen, weißt du, wo wir hinziehen, Koja? Wir müssen hier rechts hin, da sind die Gebäude. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg nach rechts. Ich wollte ja zu diesen Felsen. Also auf dem Hochsitz ist keiner. Auf allen dreien oder nur auf dem einen? Den einen, den ich jetzt von hier sehe, ist keiner. Die anderen beiden habe ich noch nicht im Visier gehabt. Die anderen beiden müssten näher dran sein. Das ist ja der äußere. Ja, die anderen beiden sehe ich aber nicht. Also der hier ist auf jeden Fall leer. Die müssten eigentlich jetzt fast unterhalb von uns sein. Da unten ist die 100 Meter Markierung, die sehe ich wohl. Ja, hier von dem Felsen aus müssten wir jetzt eigentlich eine ganz gute Sicht haben. Ja. Im Turm da direkt sitzt auch einer. Da ist einer in Orange auf dem Wachturm. Im Wachturm? Ja, in dem zweiten vorne. Schießt du auf den? Uns oder schießt ihr auf den? Wir werden beschossen. Coach? Nee, ich schieß auf den. Du schießt auf den, okay. Vorsicht, Zombies. Ja, die haben wir jetzt natürlich alle am Arsch hängen. Macht sie weg. Die hat Coach am Arsch hängen. Ja. Coach, kriegst sie weg, weil ich hab. Ich könnte höchstens meine Axt mal wieder. Aber die hat ja, so eine kleine Reichweite. Okay. Guckt ihr, dass mir hier nichts passiert. Okay. Hast du den erledigt? Nein, ich bin dabei.
Nee, ich glaube, der liegt da oben im Turm drin. Den Gegner, ob du den tot hast. Den. Ich schau mal kurz, ob der noch lebt. Nein, der läuft hier hinter Coach durch den Wald. Mann, der Gegner ist tot. Ja, der liegt oben im Turm. Da ist noch einer in Orange durch den Wald gelaufen, hier gerade direkt hinter dir, wo du gerade mit dem Zombie gekämpft hast. Ja gut, in Orange lass mal leben jetzt, wenn er hier läuft und nichts macht. Aber im also Turm, hier steht er doch hier oben. Im Turm wissen wir halt nicht, was. Guten Tag. Ja, wenn er nicht spricht, ne? Nee, Orange ist Orange, da wird nicht geballert. Wenn ich hätte ballern wollen, wäre er jetzt schon dreimal tot. Ja, eben. Ich meine nur, weil Coach gesagt hat. Ja, aber wenn er nicht spricht, dann zaubert er auf einmal eine Pistole aus dem Nacken. Nee. Ja, ich habe ja auf ihn gezielt, das hätte ich mitgekriegt. Du weißt doch, man kann keine Pistole verstauen. Das ist auch wieder wahr. Ja, wenn, dann müsste es in der Hand haben. Ring ins Pissen. Also die beiden Türme hier vorne sind definitiv auch frei jetzt. Nee, der auf dem Turm war auch orange, aber der hat eine Schutzweste umgehabt. Es ist okay. Wenn er auf dem Turm ist, weiß man ja nie, hat er vielleicht doch irgendwie eine Sniper, man sieht's ja nicht. Ja, also ja. Das ist völlig okay. Hat einer von euch nachgeladen? Ja, war ich. Okay. Den Turm hatte ja, ich habe den anderen Turm erst mal gesehen, deswegen dachte ich, der war leer. Und da unten ist weder Loot oder spawnt der später immer erst. Also da unten ist nichts zu sehen, jedenfalls. Ich weiß nicht, aus welcher Entfernung man den sieht, aber normalerweise hat er schon entsprechend Reichweite, dass man ihn früh genug sieht. Also unten ist jetzt nichts. Wenn, dann müssen wir bei den Zelten nochmal schauen, ob da was ist. Da bin ich gerade, versuche ich gerade. Aber wenn hier so viele Orangen rumlaufen, dann ist die Geschichte vielleicht schon wieder vorbei gewesen. Ich meine, es hat ja ordentlich geballert. Aber dann müsste hier eigentlich auch noch ein bisschen Loot rumliegen, oder? Theoretisch zumindest. So, hier sind die Zelte. Ja, kommt hier jetzt noch einer mit her? Ich bin hinter dir. Cool, das ist hinter mir. Aber ich brauche ein bisschen Schneise. Okay. Bin oberhalb, ich bleib hier auch oben, Coach, dann kannst du reinschauen mal. Geht einer rechts zu den Steinen eventuell? Ja, kann ich. Steinmesser im Angebot. Das ist mega. Coach. Ist gelootet, ne? Ja, hier wäre eine 9mm, hier ist ein Kampfmesser. Drohne. Also das ist halt abgelegt worden. Also danach sieht's aus. Ich gehe jetzt zum unteren Zelt. Drohne bei mir. Kann ich gerade schlecht decken, ich verziehe mich mal ein bisschen. Ja, ich gehe trotzdem weiter zum Zelt, ich hoffe mal auf Hippo noch. Ja, ich hab dich noch im Blick. Ah, dieses Kackvieh, verpiss dich. Geht doch. Ah, hier ist nichts. Kann runter. Aber ich geh runter. Gehen wir mal eben das Gebäude erst angucken, ne? Mach das. Immer noch schräg links hinter dir. Ich bin da so oben beim Felsen. Da klettert gerade einer den Hochsitz runter. Orange? Ja. Dann lassen. Das werden die von eben sein. Alter! Ich hab's dir gesagt. Du auf mich zu! Hier ist einer in Orange, der kam aber nicht. Ich kam nicht auf mich zugerast, ey. Die Couch hat einen nervösen Finger. Und ich schieß ab und an, obwohl ich gar nicht schießen will. Das ist auch sehr gefährlich. Also, ich würde ja so weit gehen und sagen, fast immer. Also, sprechen mit B. Zumindest auf Standardbelegung. B gedrückt, genau. Nicht sprechen ist eher doof. Genau. Ich erkläre das nochmal genauer mit einer anderen Waffe. Ich deck dich. Also hier wäre noch eine Einsatzweste. Ja, die Tische sind ab. Helm. Können du sprechen? Alter, sonst schreib im Chat, Mann. Sonst
Sonst, gleich wirft er eine Granate, die er hier gefunden hat oder so. Hm. Ich kletter mal hier hoch, ja? Nee, lass das. Okay, mach ich jetzt gerade. Oh Gott. Gibt's hier so Puppen, die man irgendwo hinstellen kann, die einen nur angucken? Genau. Das ist fast noch beängstigender, als wenn er eine Waffe in der Hand hätte, ne? Wenn er jetzt einen einfach nur anstarrt die ganze Zeit. Schon wieder eine Drohne. Ja, das ist jedes Mal dran. Ich weiß nicht, wo sie ist diesmal. Bei Coach, ist sie bei dir? Ja, glaub schon. Ich höre sie nur, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie auch nicht. Nicht, dass die jetzt bei noch jemandem hier ist. Deshalb, Coach, ist sie bei dir oder nicht? Ja, das klingt schon, wie, als wäre sie bei Coach. Oh, der orangene Mensch hat sich übrigens verkrümelt. Weiß ja gut, der soll er ruhig. Der sich vor Schreck ausgelockt haben. So, ich hab jetzt ein 7er Magazin. Ne, da hinten rennt er. Der, das ist bestimmt der, den ich umgekloppt habe. Minecon oder wie er heißt. Aber man kann ja schreiben. Schreiben, reden, irgendwas kann man ja machen. Naja, weiter. Wenn man kein Mikro hat, man kann ja wenigstens... Ja, ist auch egal. Manche trauen sich vielleicht, ist ja nicht schlimm. Oder wollen nicht in der Aufnahme sein, als Stimme oder so. Gibt's ja auch. So, warte mal eben, bitte. Ja? Genau, das Gebäude habe ich... Ja, da wollten wir jetzt hin. Aber das wird jetzt gelootet sein, da wird der andere schon durch sein. Ziemlich wahrscheinlich, ja. Also er hatte in seiner Schutzweste hat er auch ein bisschen was drin gehabt. Ne? Ja. Also an Munition habe ich das mitgenommen, was dazu kriegen. Hast du Pluspunkte bekommen, als du ihn erschossen hast, oder Minuspunkte? Ne, ich habe Pluspunkte gekriegt. Ja, dann... Ich hatte vorher 209, ich habe jetzt 231. Ja, dann hast du ja auch nicht irgendwie einen vollen Noob erschossen. Das richtet sich ja immer nach den Fame-Points, die Spieler schon haben, glaube ich. Ja. Dann finde ich es aber komisch, dass Xar so viele Punkte gekriegt hat. Das fand ich sowieso krass. Als Xar mich erschossen hat, hat der fett Pluspunkte gekriegt. Ja. Wenn das ein Team ist, finde ich zumindest, also, ne, dann müsste das eigentlich von vorne weg schon mal minus 100 Punkte geben. Teammates killen. Okay, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wen wir dann treffen und ob die diesmal ein bisschen besser ausgestattet sind. Erstaunlich war ja, dass das Coach quasi plötzlich vor ihm stand und, ne, also, wenn das ein voll ausgespielt. Hat jemand nachgeladen von euch? Ja, Coach. Oh, sag das doch! Ja, ich hab hier jemanden laufen hören. Das habe ich wohl gehört, aber der kam aus dem Videos nix, stand der aber mal neben mir, ey. Ja, eben, das meine ich. Also, wenn das ein voll ausgestatteter gewesen wäre, dann hättest du dumm geguckt. Und wir inklusive. Na gut, okay, also bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschö. Ciao.